Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute gibt's Tanrak, Tentoxa und die Denne. Ich gebe den Superliga Remix doch noch eine Chance, habe ich mir so gedacht. Ja. Mit der Denne komme ich eigentlich bestimmt gut gegen Gluax da. Das Einzige, was wehtun würde, ist halt die Lure-Kanonade. Ja, die Denne ist auch gut gegen den Kampf-Pokémon. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das ist erstmal gut. Na, dann kommt hier der Nachschweif. Und wir werden einmal schilden und runterfahren. Immer diese Giftzahn-Spammer. Oh, ich hoffe, du hast keinen Stromstoß, ne? Wobei, einmal Stromstoß könnte man theoretisch überleben, ne? Ja. Oh, du hast zweimal. Ah, jetzt habe ich keine Schilde mehr. Ach nee, er hat Body Slam gehabt. Ja, ich gehe hier auf die Attacke. Okay, du kommst eher zur Attacke. Nicht schön. Ja, ich kann ja wieder mit dem Thunderbolt rein, ne? Ein bisschen Farm. Oh, und der fängt perfekt ab, ne? Ich könnte kotzen. Ja, und, du hast eine Schlammbombe. Ich vergesse das bei Weser immer. Ja, da verliere ich das sogar jetzt, ne? Ach, Hätte ich das hier eine Schlammbombe überlebt? Wäre auf jeden Fall zum Knüller gekommen. Natürlich, bei meinem Glück ist immer ein Welser hinten, ne? Hätte ich überhaupt eine Schlammbombe überlebt? Na, Blizzard überlebe ich. Ja. Warum auch immer da auf Blizzard geht. Oh, der Nassstreif wäre vielleicht wichtig gewesen, ne? Oder der Wutanfall. Aber nein, der Gegner musste ja perfekt abfangen. Ja, das habe ich vergessen, dass... Oh, beide ja schlecht gegen Boden-Pokémon sind. Tanrak und die Denne. Wobei Tanrak nur bedingt gegen schlecht ist. Gegen Argut. Okay, da war schon mal ein Warlord. Nerviges. Ah, ich habe eine Dreifachbodenschwäche, merke ich gerade. Nee, da muss ich gleich das Team nochmal ändern. Das geht so nicht. Das geht aber absolut so nicht. Und ich werde, glaube ich, hier schilden und... Ah, wie viel macht die Schlammbombe? Er ist Krypto. Boah, viel zu viel. Dann gehen wir hier rein. Schilden nicht.
Nee, das kann ich nicht machen. Da muss ich was anderes finden für die Führung. Nee, m-m. Nein, das ist nicht gut. So, wir haben noch zwei Schilde für die, denn aber wir haben auch Energievorteil. Okay, er kommt hier mit rein. Wobei, zweimal Ladungsstoß wäre besser gewesen, ne? Ja, ich muss schilden. Schilden und Schmarotzergitter. Ah, ist ja alles nicht sehr effektiv. Stimmt ja. Stimmt, gefällt es ja gegen alles nicht effektiv. Ich hätte gar nicht Schilden brauchen. Ja. Ködert er oder setzt er sie ein? Und er ködert, war klar. Dankbarkeit. Ja, i. Das hätte man sogar noch gewonnen. Fast. Ja, Glurak gewinnt leider fast jeden Attackenleistand. Hätte man mal nicht geschildert, ne? Hätte man mal nicht geschildert. Okay, ich muss die Führung wechseln. Da brauchen wir dann einen anderen Drachen. Seedrake? Oder Dragoran? Ja, wir nehmen Dragoran. Aber damit komme ich gut gegen die nervigen Morlots durch. Hätte auch ein Pflanzen-Pokémon eigentlich nehmen können, ne? Ja, wobei Pflanze hier wieder nicht so geil gewesen wäre. So, wir schilden einmal. Ich würde sagen, wir locken jetzt was mit den Toxer raus, oder? Ja, wir gehen den Toxer. Okay, das könnte schon Giftzahn gewesen sein. Ja. Okay, das Morlott haben wir draußen. Ah ne, das Laser. Das Vieh braucht gegen Dragoran Blizzard auf jeden Fall. Das ist gar nicht mal schlecht. Er hat Energie. Ist das ein Blizzard? Ja. Dürften wir eigentlich jetzt runterfahren können, oder? Ja. Und das ist sehr gut. Hier mehrere Drachen klauen. Weg. So, Kraftkoloss 1. Ja, mit Dragoran passt das schon besser. Schild, ja, wir gehen rüber.
Und reichen hier zwei Body Slams? Gegenstoß kann er nicht einsetzen, Stromstoß kann er nicht einsetzen. Nein, zwei Body Slams reichen nicht. Nehmen wir mal hier schön gemütlich auf den Knüller. Er sollte von die Dänne gut Schaden machen. Ja. Den Body Slam überleben wir auch noch. Und du musst hier einsetzen. Okay, perfekt. Das hat doch mal ausnahmsweise gut geklappt. Entschuldigung. Ja, damit bin ich aktuell zufrieden. Muss natürlich Drauran gegen Morlott dann immer schilden. Das ist aber nicht so schlimm. Ah, Pflanzen-Pokémon wäre halt auch sehr, sehr gut. Na, mal sehen, ob wir Gegner finden. Ja, jetzt haben wir einen Gegner gefunden. Kampf beginnt. TRNR Naufall. Oh, sehr gute Führung. Du hast nichts gegen mich. Oh, ich glaube, wir sind in der normalen Liga, oder? Kann das sein? Okay. Drachenklaue. Perfekt, Schild. Du kannst nur auf Knöscher gehen. Ja. Keine Senkung, wichtig. Ich werde den nicht schilden. Weil er müsste entweder nochmal schilden oder. Okay. Die Däne kommt gegen Brigaron eigentlich auch noch an. Ich werde nämlich hier jetzt einmal schön und runterfahren. Und er geht auf Naschschweif. Ja, dann hätte er gegen die Däne nur die Sofortattacken gehabt. Reicht überhaupt ein Knüller aus? Das ist jetzt auch die Frage, ne? Drüben haben wir einen Kraftkoloss. Ja. Ja, ich gehe auf zwei Ladungsstöße, wa? Ja, wir gehen aus Sicherheit. Zwei Ladestöße. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Boah, warum hat jeder dieses hässliche Ding? Ja, Mundgewalt übertreibt. Ja, keine Chance. Keine Chance. Das Vieh ist viel zu bulky. Ja, ich hätte noch einen Kraftkoloss benötigt. Ah, wäre ich auch mal auf Knuller gegangen. Ich hätte auf Knuller gehen sollen. Knuller hätte mehr Schaden pro Energie gemacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich vielleicht unter Umständen zwei Ladungsstöße schaffe. Ah, Knullerschaden mit Knuller? Dann hätte es vielleicht sogar reichen können mit Kraftkoloss. Okay. Ja, da wäre das andere wieder besser. So. Wir machen Kraftkoloss.
Das halt einen guten Schaden machen. Schilden oder nicht schilden? Ja, ich will den Wechsel haben. Okay, das war ein guter Schild. Tauboss ist weg. Newstar, ja, du könntest Dings haben. Stromstoß. Das ignorieren wir aber jetzt mal. Weil wir einen überleben. Empoleon, okay. Ah, ich merke, Mew wird noch eklig. Aber wir gehen in Dedenne. Und er hat einfach schon die Attacke, ne? Ja, ich werde hier schilden. Ah, das Mew werde ich aber nicht mehr los. Oder? Oh, ich wollte gerade drüber gehen. Gerade wollte ich rüber gehen. Aquaopitz reicht bestimmt aus, ne? Ja. Obwohl, vielleicht hat der Gegner jetzt einen Fehler gemacht. Aber ich glaube eher nicht. Ja, die Drachenklaue wird doch nicht ausreichen, oder? Wobei, wir sind in der Superliga. Nee, reicht nicht. Schade. Ah, Mew ist doof. Mew war doof. Da hätte ich gleich in die Dänne gehen sollen. Oder einfach Dragoran abwerfen. Ja, Dragoran abwerfen wäre es wahrscheinlich gewesen. Oh, nee, der Remix Cup ist überhaupt nichts für mich. Egal, was ich hier anstelle. Es klappt irgendwie nicht wirklich was. Aber fürs Video machen wir das hier. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Und hoffen wir mal auf nicht, dass das Gesteinsfeen-Pokémon kommt. Was wahrscheinlich jeden mittlerweile hier auf den Keks geht. Weil das komischerweise auch voll viele schon haben. So, Dragoran. Toxicroak, das ist gut. Das ist gut, da mag mein Feuer oder nicht. Dann gehen wir hier rein. Hä, warum hat Empoleon so schnell die Attacke? Naja. Wir setzen jetzt ein. Wir sollten ihn eigentlich outspeeden. So. Toxicroak hält eh nichts aus, ne? Dann gehen wir hier gleich auf Ladungsstoß. Er muss einsetzen sowieso. Okay. Ja, lass mal durch, natürlich. Mal gucken, was der Gegner noch hat. Ach, warum kriege ich jetzt nur so eine Kacke? Na, ah, er setzt leider ein. Kiesmetwunsch, ja, kommt. Ich gehe jetzt hier auf Kraftkoloss. Wir gehen jetzt hier rüber. Ist
Ist das schon Psychokinese? Das wäre echt doof. Das ist schon die Psychokinese. Ich hasse dieses Viech. Ich hasse das Viech jetzt schon. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Den Kampf hätten wir so locker gewinnen können. Im Prinzip. Boah. Ist da einfach ein Jirachi hinten. Gegner hat keinen Respekt vor Geist- oder Unlicht-Pokémon. Okay, Golbat, das nehmen wir. Ja, wir werden hier einmal schön, weil das ein Krypto-Golbat ist. Steht es da, perfekt. Ja, lass mal drauf gehen. Wir fahren hier mit runter. Und ein Echner, toll, natürlich. Jetzt kommen Geister, ja. Und danke, dass ich auch mal dran darf. Ja, ich gehe jetzt rüber. Ah, ich glaube, das ist so gut wie verloren. Spätestens, wenn er jetzt Psychokinese hat, ist das verloren. Und? Spukball, okay. Ja, ich glaube, das ist trotzdem verloren. Okay, er schüttelt mich. Hat er noch was Gutes gegen mich wetten? Ja, Morlord. Ja, null Chance. Null Chance, wenn Morlord noch hinten ist. Ja, er hat jetzt zwei Attacken. Oh, ist so zum Kotzen. Kaum habe ich mal schwache Pokémon gegen Boden drin, kommen nur Boden-Pokémon in Teams. Nur. Nee, ich muss, glaube ich, mit Pflanzen-Pokémon kommen. Ist einfach so. Vielleicht ein Tropius oder so. Dann können die mir hier nicht mehr auf den Keks gehen. Mit Smorlot und so. Also Dragoran gegen Morlot, da haben wir ja schon hier. Aber hier brauchst du Steinkante. Hier brauche ich nichts schilden. Hier dürfte alles nicht viel Schaden machen. Schmarotzer. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Nur uns extra Energie auf jeden Fall. Ja, Schmarotzer tut weh. Na, wir werden gleich einen schönen Knüller erreichen, gegen Morlord. Entweder wir kriegen Schild oder nicht. Ich darf auf jeden Fall nicht rauswechseln, ganz wichtig. Wir gehen jetzt auf Knüller. Schade, dass es ein Krypto-Morlord ist. Den Schaden nehmen wir. Schade.
Dann gehen wir hier rein. Werden definitiv einmal Schäden. Definitiv. Und der Köder dreckig, ja. Ich werde mir mein Schild für Drahoran aufheben. Hier werde ich gleich einen Säurespeier abliefern. Spucker ist okay. Obwohl, hätte ich die Attacke machen sollen? Wahrscheinlich doch. Ja, er schildert nicht. Dann wäre es Siedewasser gewesen. Wobei, nee, ich lasse mich ja hier besiegen. Ja, Giftzahn war klar. War auch nicht doof von ihr. Ich darf hier jetzt nicht schilden. Ich muss jetzt hier schilden. Wird jetzt eh Schlammbombe sein, ja. Weg ist er. Ja, Golbert ist auch weg. Perfekt. Nee, 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 nicht mit mir. So. Gehen wieder in Mr. Dragoran rein. Dilem 95. Und Golbat kommt im Moment oft vorne vor, oder Morlord? Und das Gute ist, das ist ein Nicht-Krypto-Golbat. Hallo, warum konnte ich das nicht machen? Danke. Schildert das wahrscheinlich nicht, ja. Ja. Und dann ist jetzt ein Boden-Pokémon hinten. Wetten? Ich gehe auch hier in Katoxa. Farme damit. Sehr schön. Na, Morlord? Komm, gib mir Morlord oder Welser. Irgendein Bodenviech. Was mir. Oh! Oh, ein Yugong. Ah, Yugong ist auch nervig, ne? Da muss ich jetzt warten, bis der Gegner eingesetzt hat. Ja, lass mal durch. Und gehen instant in die Denne. Schlagbohrer überleben wir ein. Ja, es wird eh gleich ein Eissturm kommen. Ah, ich werde trotzdem schilden. Ja. Na, ja, schlecht getimt. Ah, ich muss das Yugong eh loswerden. Ich werde hier eh alles schön. Knuller kommen. Rüber.
Steigungstief reicht nicht. Machen wir hier einen Säurespeier. Ah, warum gehe ich nicht auf Siedewasser? Warum gehe ich nicht auf Siedewasser? Oh nein. Ich hatte ja Siedewasser ready. Oh nein, jetzt habe ich verloren. Ja. Ich hatte doch Siedewasser. Warum gehe ich denn auf Säurespeier? Ja, das hätte man gewinnen können. Das hätte ich gewinnen müssen sogar. Im Endeffekt. Ah, sowas regt mich immer auf. Sowas regt mich immer auf. Das wäre ein Win gewesen. So, echt natürlich. Ja, das nehme ich hier vorne lieber als woanders. Kommen auf jeden Fall immer eher zur Drachenklaue. Ja, ich kann mir vorstellen, dass zweimal Finsterauer kommt, deswegen schädige ich schon mal eine. Genau. Und ich opfere jetzt den Toxer einfach. Ja. Okay, das ist gut. Lass dich durch. Schmarotzerchen müsste ich noch überleben. Ja. Dann gehen wir hinter Denne, fahren runter. Und die Denne mit Energie kann mies sein. Sehr schön. Wir haben volle Energie. Mal sehen, was reinkommt. Lauch zu Lot. Interessant. Und der fängt perfekt ab, als ob. Ja, wir gehen rüber. Hier werde ich dann nicht schön. Oder? Nee, bringt nichts. Nachtdieb, Laubklinge. Nachtdieb, okay. Ja, haben wir verloren. Oh, nein, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Weil wir haben die Attacke. Wuhu, ganz knapp. Okay, Laubklinge, das war ein guter Schild. Und der Ladungsstoß reicht jetzt auf jeden Fall. Trotz des Abgefangenes haben wir den Kampf noch für uns entschieden. Sehr schön. Perfekt. Aber es läuft insgesamt im Moment nicht. Nee. M-m. Also nur negativ heute gegangen und das kotzt mich schon wieder an. Da bin ich ein bisschen salty. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.